Heyho, ich habe ein kleines Problem. Bitte wundert euch nicht, wie ich aussehe. Ich habe gerade die Nexus-Schlacht aufgenommen und dafür, ich habe Gammelklamotten an. Wie gesagt, ich habe gerade die Nexus-Schlacht aufgenommen und habe sie im Prinzip nicht aufgenommen. Ich habe das Problem, dass ich so nervös und so aufgeregt war wegen meiner ersten Nexus-Schlacht, dass ich irgendwie Aufnahme- und Aufnahme-Stoppen-Knopf durcheinander gebracht habe. Und irgendwie das Aufnahmefeld quasi verrutscht ist. Und das Einzige, was ihr von der Schlacht sehen könnt, das hier ist. Nach der Sternenschleife. Versucht aber eure alten Leute nicht mehr abzuschießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Blitzpfeile ohne Ende. Ja, dementsprechend könnt ihr eine Tonspur haben, aber ich habe halt leider das Bild nicht aufgenommen. Ich habe einen Teil vom Bild aufgenommen. Heißt, ich kann euch den Anfang zeigen und ich kann euch einen Teil vom Ende zeigen. Also ich kann euch das Finale quasi zeigen, die finalen, ich glaube, 4 oder 5 Minuten noch. Und ihr könnt dementsprechend bei mir sehen, wer den Nexus gewonnen hat. Ich war zu dieser Zeit schon das erste Mal gestorben, bin quasi zurückgerannt, um mich neu zu equippen. Hab das auch getan, wollte dann noch einmal rein, bin aber halt nur bis zum Stärkeschrein gekommen und dann war es das auch schon wieder, aber das könnt ihr in dem Video ja sowieso alles sehen. Jedenfalls habe ich größtenteils halt nur die Tonspur aufgenommen. Es ist halt echt blöd gelaufen, es tut mir sehr, sehr leid. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die nächste Schlacht voll zu sehen bekommt. Ich werde mich auch ordentlicher darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das nächste Wochenende habe ich ja definitiv frei. Heute hatte ich leider noch Frühdienst, dementsprechend ist das Ganze ein bisschen schwierig gewesen. Aber das nächste Mal wird das auf jeden Fall besser funktionieren. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Schaut es euch bitte trotzdem bis zum Ende an. Es wäre sehr, sehr lieb. Und ihr erfahrt ja am Ende auch, wer gewonnen hat. Dementsprechend, ja, es tut mir sehr, sehr leid. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Nexus-Schlacht. Es sind gerade alle schon vorgeprescht. Ich will meine Folge noch beginnen, verdammt nochmal. Und deshalb, kleinen Moment. Ah, ich habe den Sound gerade gemutet vom TS, weil TS ist Pflicht. Kann ich aber auch verstehen. Also ich persönlich möchte auch gerne auf dem Laufenden gehalten werden, wenn hier was passiert. Ich wurde jetzt leider in den Nahkampftrupp geschoben, weil die Fernkämpfer zu viele sind. Ich persönlich sehe mich jetzt nicht so wirklich im Nahkampf, aber ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Gut, dann bin ich halt auch in erster Reihe dabei und alles ist sehr, sehr spannend. Ich habe voll Angst. Ich habe vor allem Angst um mein Equip. Ich habe eine Full-Dia-Rüstung und ich weiß, dass ich die verlieren werde. Ich weiß einfach, dass ich sie verlieren werde und es tut so weh. Es tut so weh. Naja, ich habe eine ganze Woche Zeit, mir eine neue zu farmen. Wird schon schief gehen. So, ich würde sagen, dann melde ich mich gleich nochmal, wenn der Nexus so gut wie losgeht. Ich bin dann jetzt auch mal hier drin. Ich will, Dankeschön. Yay! Oh, ja. Gut, dann sage ich mal, bis gleich. Zunächst einmal Anstehen für die das, Schlacht. einmal das. Wir kriegen Equipment. So, der nächste. Jeden einmal sein Mikrofon zu muten. So. Ivory, du bitte auch. Also einfach nur machen das, auch wenn du es am Headset gemutet hast. Oh, Heiliger. Dankeschön. Und zwar, ich will jetzt nicht sehen, dass irgendjemand losläuft. Es läuft noch niemand los. Wir warten hier. Ich Also wir fürchte. warten. Okay, die Aufnahme lief noch sehr gut. Ich hoffe, dass sie noch lief. Ja. Ich habe die Zahlen nicht mehr Wir können gesehen. die Minuten entweder die Menschen holen, resetten jetzt noch einmal oder die Zandaren. Okay, ich bin gespannt, wer das Rennen macht, Leute, ehrlich. lauft nicht alle da hoch, lauft nicht alle da hoch. Dann haben wir nochmal Spark. Okay, wir probieren es jetzt nochmal mit der Treppe. Alle nochmal vor zum Stärkeschrein rennen. Oh, hier kommen schon wieder die ersten Ich Pfeile. weiß, dass wir Ich das hoffe, nicht die kamen schaffen. nicht von uns. Wir gucken jetzt gerade mal. So viel zu übrigens zu der Theorie, ich Wir bleibe haben 4 Minuten Vegetarier. wieder auf diesem Berg warten.
Ich muss ja aber sagen, das sieht schon ziemlich cool aus hier drin, ne? Wenn man sich mal so ein Das sind bisschen gute umschaut. Kandidaten, wir könnten rein. Das schaffen wir locker. Alle rein, Goldäpfel und rein. Ich habe keinen Goldapfel. Okay, doch nicht, das sind zu viele Äpfel. Ja, Naja. Alle, die oh. Pfeile haben, versucht mal oben die Leute, die oben draufstehen, zu holen. Die, die unten sind, können wir nachher in der Reihe Das war abholen. verdammt knapp. Ich hoffe, die schaffen das nicht, hier hinter zu schießen. Ich glaube aber eher nicht. Ja, ich muss. Der Nexus ist in 3 Minuten verloren. Okay, wir haben den Nexus leider verloren. Da bin ich mir eigentlich Kannst ziemlich du dann, sicher. wenn du dazu siehst, dann ist ja gut, aber du hast es ja, glaube ich, selbst gesehen. Dann versuchst du rushen und wir sind alle gestorben. Oder fast alle. Die Sache ist, Leute, ihr könnt nicht alle auf einzelne Personen hören, auch wenn Weißfest beispielsweise jetzt ein YouTuber ist, aber ihr müsst auf die Kampfmeister hören. Wenn jetzt jemand hier schreibt, wer ein Weißfest, der noch nicht mal zum TS ist, los rushen schreibt, kann das nichts werden. Hier hängen fest. Wo seid ihr denn? Sind bei diesem blauen Glas hier hinten und da ist so eine Lücke, dass wenn man reinfällt, kommt man nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, welche Pfeile ich gerade, die Blitzpfeile verschieße ich gerade, okay. Blöder Eckensprung, den muss man machen. Okay, Nahkampftrupp läuft jetzt vor, wir holen uns den Schergenstein nochmal. Die Punkte holen wir jetzt nochmal. Alle jetzt nochmal rein. Oh Gott, ich bin schon wieder so gut wie tot. Der GM. Wir holen uns die Punkte jetzt hier. Wir holen uns die Jo. Punkte. Du hängst ja da fest, ne? Ich hatte das auch. Ich bin im Nahkampftrupp, klar, aber ich habe nur noch Hälfte Leben. Was geht? Ich habe keinen einzigen Kill, was geht? Ich bin richtig gut. Ich habe doch gesagt, ich gehöre in den Fernkampftrupp und nicht in den Nahkampftrupp. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Okay, aber die Punkte, Leute, die Points. 60 Sekunden noch, dann ist der Nexus verloren. Also verloren haben wir so oder so. Ich bin schon sehr gespannt, wer den Nexus jetzt gewinnt. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wer, wenn ich ehrlich bin. Das sieht schon irgendwie gefährlich aus hier. Okay, ich hoffe, das war keiner von uns da. Sind diese Zandaren immer noch da? Nee, es sind Elfen. Okay, man möchte nichts sagen. Sind das jetzt noch Blitzpfeile? Nee, es sind Hungerpfeile, die ich schieße, okay. Ah, wieso? Ich glaube, ich schieße immer auf unsere Leute. Es tut mir leid. 10 Sekunden. Bringt aber, glaube ich, nichts mehr. Wir haben in 20 Sekunden. 5, 2, 1 und der Nexus wurde von den Zwergen erobert. Sehr, sehr genial. Gut gekämpft, wirklich. Gut gekämpft. GG. Naja, ich habe ziemlich gutes Equip verloren. Das ist leider etwas schade, aber. Naja, kann man leider nicht ändern. Was soll's, ich war bei meiner ersten Nexus-Schlacht dabei. Es war sehr, sehr interessant, fand ich auf jeden Fall. Und die Zwerge haben den Nexus gewonnen. Ich glaube, die Zwerge haben noch nie den Nexus gewonnen. Auf jeden Fall sehr. Jetzt komme ich hier nicht raus. Sehr gut, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Ich wollte Fall. gerade sagen, Und ich werde auf den ihr geht jetzt nächsten. alle davon aus, dass die Taktik schlecht war. Nein, Meiner war Meinung keiner nach, schlecht. das war ga komplett genau das, was wir eigentlich so geplant hatten. Dass wir an dieser Treppe nicht hochkommen. Du, daran können wir jetzt aber ja nichts ändern. Aber wir haben euch von Anfang an gesagt, dass wir heute uns nicht das Ziel setzen, den Nexus zu holen, sondern die Schreine zu nehmen von den Leuten, die oben einnehmen.
Aber man hat auch wieder gesehen, dass dieses Plugin, das angeblich ja dafür sorgen soll, dass man zwei Schreine braucht, dass die noch nicht da waren. Weil ich habe keinen einzigen Schrein gesehen, die zu erden hatten, als sie im einen waren. Ja doch, die hatten einen. Die hatten den, da, weniger Rüstungsschrein. Der gehörte den Zwergen. Kannst du mal kurz nach oben kommen? Ja. So, also ich mache den TS jetzt nochmal ganz kurz aus. So, jetzt habe ich den TS nochmal ganz kurz gemutet. Einfach um meine Folge nochmal abzuschließen. Es gibt wohl mehrere YouTuber, die jetzt hier tatsächlich mitgemacht haben. Ihr könnt auch bei Spark of Phoenix natürlich die Nexus-Schlacht sehen. Schaut auch auf jeden Fall mal bei Hakmi oder Nilo vorbei und oder Nilo. Also bei Hakmi, wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob er mitgemacht hat, aber bei Nilo bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt hier für ein Video draus machen kann. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen warten, bis ich hier wieder zurück kann. Und wie gesagt, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde bei der nächsten Schlacht auch auf jeden Fall dabei sein. Das ist gar keine Frage, aber jetzt muss ich wirklich erstmal was essen. Also, ich meine, im Real Life, weil ich komme gerade vom Frühdienst und ich habe Hunger. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Däumchen nach oben da. Und schaut doch auf jeden Fall in die Videobeschreibung, weil wichtige Links und so, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye. Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Bis dahin, ciao! Und noch ein Teil von der Endschlacht, wo aber quasi schon feststand, dass wir den Nexus verloren haben. Ich habe jetzt gespoilert. Sorry. Aber ich glaube, das weiß eh schon jeder. Nein, das schneide ich raus. Und wo im Prinzip, ja, also ich bin... Das ist blöd.